Nächster Halt, Chicago, die Heimatstadt Barack Obamas. Hier traf er seine Frau Michelle und hier begann er auch seine politische Karriere. Nun, da er als erster schwarzer Präsident Geschichte geschrieben hat, stürmen Touristen die Stadt. Aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. In Chicago florieren die Obama-Tours. 15 Veranstalter haben das Geschäft mit dem Präsidenten schon für sich entdeckt. Hallo zusammen, ich bin Evan, euer Tourguide. Auf dieser Tour werde ich nicht sehr politisch werden. Es ist mir egal, ob ihr zum linken Flügel gehört oder zum rechten. Wir sind alle nur Menschen, aber wenn wir fahren, bleiben wir bitte auf der rechten Seite. Der Obama-Tourismus birgt für die Stadt in der Krise eine ungeahnte Einnahmequelle. Satte $45 pro Person kostet allein die vierstündige Radtour durch Obamas Stadtviertel. Manche Stops scheinen nicht sonderlich spektakulär. Zu einer Besonderheit machen sie erst die Geschichten des Tourguides. Hier sind wir nun in einem wunderschönen Park, in dem ein sehr wichtiges Basketballspiel stattfand, zwischen Barack Obama und seinem jetzigen Schwager Craig Robinson. Barack kam nach Chicago und traf Michelle. Sie war ziemlich überzeugt, dass er ein guter Mann für sie sein könnte, aber ihre Familie war nicht so recht überzeugt. Also hat ihr Bruder ihn zu einem Basketballspiel herausgefordert. Die beiden kamen hierher und spielten stundenlang. Und nachher, nun, jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Craig sagte, Obama habe sehr gut gespielt, er sei kein Angeber gewesen und nun ja, der Rest ist Geschichte. Es kommt nur darauf an, wie du spielst, wie ein Teamplayer. Teamplay ist auch das Motto der Radtour. Der Guide legt ein ganz schönes Tempo vor und die Gruppe muss strampeln, um dran zu bleiben. Aber die kleine Reise durch das Leben von Amerikas größtem Superstar ist den meisten die Anstrengung wert. Guckt so, als hättet ihr die beste Zeit eures Lebens. Fertig? Los! Ja, das ist klasse. Obama zog 1985 nach Chicago, um sich in der Gemeinschafts- und Sozialarbeit in den Elendsvierteln im Süden der Stadt zu engagieren. Obama kam nach Chicago, um Menschen zu helfen, von Angesicht zu Angesicht. Er wollte seine Hände schmutzig machen, also arbeitete er 3 Jahre als Sozialarbeiter und während er das tat, lebte er in diesem Appartement im Erdgeschoss mit den heruntergelassenen Jalousien. With the blinds drawn. Sein Vermieter hat gesagt, er hatte sogar eine Freundin für ein Jahr, die mit ihm dort wohnte. Nächster Halt wird das Haus sein, das ihm im Moment gehört. Er hat es 2005 für $1.6 Millionen gekauft. Der Höhepunkt für jeden Obama-Tourist ist sein Haus in der South Greenwood Avenue. Obwohl der Präsident nur selten hier zu Gast ist, wird das Haus rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Die Straßen sind mit Betonbarrieren gesichert. Touristen können nur von der anderen Straßenseite ein Erinnerungsfoto schießen. Mit Chicago als Vorbild möchten nun auch andere Orte vom Präsidenten profitieren. Die Kleinstadt Eldorado in Kansas, aus der Obamas Mutter stammt, und auch Honolulu auf Hawaii, wo Obama seine Jugend verbrachte, will ihm bald eine Show widmen. In der Hauptstadt des Obama-Tourismus geht die Fahrradtour nach 50 Kilometern zu Ende.